du tust etwas für mich, ich tue etwas für dich in der Wissenschaft. Also, bitte applaudiert für Franziska, Teresa und Judith. Ihr habt die Bühne. Danke für die schöne Einführung. Unser Vortrag ist heißt Algorithmische Science, Evaluation und Machtstrukturen. Und wir werden über die folgenden Sachen reden. Als Einführung, wir glauben, dass dass wissenschaftliche Indikatoren oft benutzt werden, um Entscheidungen zu treffen, die die Karrieren entscheiden. Und die von euch, die da schon gearbeitet haben, werden das kennen. Und wir wollen evaluative Bibliometrie verstehen und die Algorithmen als Algorithmus, um Wissenschaft zu evaluieren. Wir werden anfangen mit einem Zitat von einer Publikation im Jahr 2015. Die Tyrannie der Bibliometrik. Die Tyrannie der Bibliometrik hat einen desaströsen Effekt auf die Wissenschaft, die von jungen Wissenschaftlern präsentiert wird. Ist Bibliometrie das Problem hier? Wenn wir über Tyrannie von Bibliometrie sprechen, ist Bibliometrie das Problem oder sind Bibliometrie Menschen, Menschen, die Bibliometrie machen, das Problem? Also die, die Wissenschaft machen, die die Studien machen, zum Beispiel Sozialstudien. Wir müssen für reflexive Wir müssen die Effekte von algorithmischer Evaluation von Science verstehen. Reflexive Medien muss nicht das Problem sein. Science evaluation, which is perceived by the researchers, is the algorithm. So I will hand over the microphone to, or I will not hand over the microphone, but I will hand over the talk to Teresa. She's going to talk about datification of scientific evaluation. Teresa wird über Datifizierung von Wissenschaftsevaluation reden. Okay. I have the when we think about the science system, what wenn wir über das Wissenschaftssystem nachdenken, was erwarten wir dann? Was kann Gesellschaft davon erwarten? Was kann die Gesellschaft vom wissenschaftlichen System erwarten? Und was, was wir sagen könnten, wäre zum Beispiel Verlässlichkeit und Wahrheit von Wissen. Wo kann man dieses Wissen finden? Normalerweise in Veröffentlichungen. Durch diese Publikation können wir da sagen, dass Wissenschaft schlecht ist oder gut, oder ist Science besser oder schlechter. Und in der Ära von digitalen Publikationsplattformen gibt es dann Algorithmen und diese benutzt man dann, um die Qualität von wissenschaftlichen Dingen zu beurteilen. So, was ist Metadaten? Was sind Metadaten? Metadaten ist zum Beispiel der Autor von einer Publikation, an welche Institution hat der Autor das geschrieben, welche Arten von Zitationen sind in der Bibliografie von dem Produkt. Und diese Daten werden dann benutzt, um Bibliometrie-Indikatoren zu berechnen. Zum Beispiel gibt es dann den Journal Einschlagsfaktor und man kann dann zum Beispiel verschiedene Journals vergleichen damit. Man kann sehen, welche Journals, Wissenschaftsjournals besser oder schlechter performen und welche schlechter oder besser über Jahre.
performen. Which is also widely used when scientists apply for jobs, so they put. Und das wird auch oft benutzt, wenn Wissenschaftler sich zum Beispiel für Berufe bewerben, also die tun das dann in ihren Lebenslauf und dann wird das zum Beispiel benutzt, um sich zu bewerben. Also mit dem und ja, dem wissenschaftlichen Umfeld, also welches mit Daten basiert ist, also die viele Entscheidungen gemacht werden, basierend zum Beispiel Leute einstellen oder Funding, also finanzielle Punkte, werden basierend auf diesen Indikatoren gemacht. Und es gibt vielleicht diesen naiven Glauben, dass diese Indikatoren, dass die wirklich datenbasiert sind und dass die wirklich basiert sind auf Daten basieren, die irgendwo in einer Datenbank abgelegen sind, dass die wirklich objektiv sind. Also dass es eine objektive Metrik dahinter liegt, welche da wirklich verwendet werden kann, um diese Werte zu generieren. Hier habe ich ein Zitat von Reader and Simon. In dieser neuen Welt glaubt keinem Ergebnis in der Integration auf individuellen Wahrheitserzählen oder enacted through discipline, self-restraint. Numbers cease to be supplements. Das war extrem schwer zu übersetzen. Tut mir leid für die, die zuhören. Also wir sehen hier einen Wandel in diesem Evaluationssystem, dass das basiert auf einem Expertenwissen zu einem System, das auf Algorithmen basiert. Und dieser Wechsel, es gibt diesen Glauben, dass von dieser Depersonalisation in diesem System und dem, dass diese Algorithmen die neuen Gesetzgeber sind. Wenn wir jetzt diese Interaktion angucken von Algorithmen und Wissenschaftlerinnen, können wir nun sagen, dass diese Beziehung ist nicht so einfach, wie sie auf den ersten Blick aussehen mag. Algorithmen sind nicht per se objektiv. Die haben auch soziale Aspekte, die sie mittragen. Die werden benutzt, um die Realität zu konstruieren. Und Algorithmen, die kommen nicht von Natur, die wachsen nicht auf dem Baum und da kann man die sich pflücken kann. Also sie kommen nicht einfach aus dem System raus. Also das heißt, wir müssen wirklich darüber nachdenken, welche soziale Bedeutung haben diese Algorithmen. Also wenn es diesen Code gibt, der vom Algorithmus benutzt wird, der hat immer ein subjektives Bild. Und dieser Transmitter in diesem Code, das, man kann nicht sagen, das ist eine perfekte Konstruktion von der Realität. Also der Glaube, dass es wirklich mehr sagt über die Qualität der Wissenschaft, ist ein sehr schlechter Indikator. So, when you think about the example of citation, wenn man auf dieses Beispiel nachdenkt, über dieses Zählen von Zitationen, wenn man diese Informationen zählt, also wenn man die Publikation nimmt aus der Datenbank, und das heißt, die Wissenschaftlerinnen zitieren Paper und diese referenzieren auf diese Studien. Aber wir wissen nicht, welche von diesen Zitationen haben mehr Bedeutung als andere. Es ist nicht ganz trivial, das zu vergleichen. Aber diese Algorithmen lassen euch glauben, dass es das Gleiche ist und dass es wirklich so einfach zu vergleichen ist. Also Relevanz kann man nicht so trivialerweise in einen Algorithmus packen. Und es gibt verschiedene Arten von Zitationen. So the scientists perceive this. Das heißt, die Wissenschaftler können auch das als kräftiges Instrument missbrauchen und diese Algorithmen sagen sehr viel über diesen Wissenschaftler und die Wissenschaftler sind wirklich darauf angewiesen, um ihre Karriere vorzutreiben und zum Beispiel eine Promotion zu bekommen oder um Geld zu bekommen für ein nächstes Wissenschaftsprojekt. Also wir haben hier eine reziproke Beziehung zwischen dem Algorithmus und der Wissenschaftlerin. Und das macht diese ganze Konstruktion dieser Realität. Das heißt, wir können nun zusammenfassen, das heißt, die Steuerung durch diese Algorithmen führt, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Anpassung in ihrem Verhalten machen. Und ich gebe jetzt hier weiter an Franziska mit dem nächsten Thema. Vielen Dank. Yes, let me start. So
Ich möchte gerne jetzt fokussieren auf Reputation und Autorenschaft. Ich möchte gerne anfangen mit einem Zitat von Garfield. Ist es sinnvoll anzunehmen, dass wenn ich ein Paper zitiere, das, was ich mich grundsätzlich zitieren würde, welche sind auch zitiert wie meine eigenen? Also ich habe beobachtet, es gibt verschiedene Situationen, dass Leute, dass die Leute die Artikel zitieren, die ich auch zitiert habe. Und das ist die Basis, damit man ein sogenanntes logisches Netzwerk machen kann für diesen Zitationsindex-Service. Dieser Index, der hier beschrieben wird, das war nur entwickelt worden, um Probleme zu lösen, also diese Informationsaustausche. Garfield hat auch hat diesen Index geschrieben und hat auch was anderes erfunden. Ich hatte auch gemerkt, dass es großen viel Interesse gab, in dieses reziproke Verhalten gibt. Und wirklich das Interesse in diesem Index ist immer mehr relevant geworden. Und das Benutzen dieses Index wurde immer weitergetrieben. Ein anderer Wissenschaftler hat nach einem anderen Index gefragt, weil wir hier zurzeit wirklich eine Metakrise haben in der Wissenschaft. Er hat gesagt, wenn ein Paper einmal zitiert wurde, wird es nochmal und nochmal zitiert. Das heißt, es werden die Reiche werden immer reicher. Man nennt es auch den Matthew-Effekt. Schlussendlich wird dieser Effekt genommen. Dieser Index wird nach wie vor als das reziproke Zitationssystem genommen in als globalen Spieler. Wenn einmal ein Paper zitiert wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal zitiert wird, viel höher und es nimmt immer mehr zu. Also wird der eigene Einfluss wird immer mehr zunehmen und dieses eigene Feld wird immer mehr etabliert in einem wissenschaftlichen Feld. Also entweder man liest dieses Paper und Leute machen dann auch mehr Wissenschaft auf diesem speziellen Feld. Dieses Phänomen ist zu einem Instrument geworden für Disziplin und es hat so eine komplette Machtstruktur generiert. Ich möchte euch gerne ein Beispiel zeigen, was dieses Phänomen darstellt. Das ist sehr eng verwandt. Vielleicht sind hier in diesem Raum Physiker oder Astronomen. Ja, ich sehe da ein paar. Das ist sehr gut. In der nächsten Slide. Here we have a table with a window from two time. Haben wir ein Graph mit einem Zeitfenster von 2002 bis 2016. Und Wissenschaftlerinnen aus Berlin haben herausgefunden, dass die Co-Autorenschaft in diesem Feld von der Physik ist immer größer geworden. Ist immer um 58 größer geworden jedes Jahr. Das ist bereits sehr hoch, aber die haben auch einen extremen anderen Fang. Die haben ein Paper gefunden. Und die haben mit 5000 Autoren. Durchschnittlich ist die Teilarbeit von einer Wissenschaftlerin an so einem Paper, die da aufgeführt sind, ist in der Regel 0,01 Wörter. Das klingt ziemlich komisch, oder? Natürlich muss man sich das in einem gewissen Kontext angucken, aber das kann man vielleicht später noch diskutieren, weil das auch ein bisschen was mit dem Atlas Particle Detector zu tun hat. Und das braucht natürlich sehr viel Maintenance und so. Aber die Anzahl der Autorenschaft, das kann man wirklich unabhängig jetzt vom wissenschaftlichen Feld ansehen. Wenn man das also sehen, es ist wirklich generell mehr geworden in den letzten Jahren. So it remains a problem. Also hier ist wirklich ein Problem vorhanden. Especially for the reputation, obviously. Natürlich für die Reputation ist es ein großes Problem.
weil hier gibt es sehr großen Druck auf die heutigen Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Natürlich haben wir ethische Wissenschaftsgrundsätze der Verantwortung. Hier ist einer auf dieser Slide, und zwar von der australischen Verantwortlichkeitskontakt. Das Recht der Autorenschaft ist nicht daran gebunden, also dass man die Position hat oder einen Beruf, und es hängt nicht davon ab, ob man dafür bezahlt hat oder wenn man das unbezahlt gemacht hat. Es ist nicht genug, dass man Material zur Verfügung gestellt hat oder irgendwelche Routine-Supportarbeiten gemacht hat oder dass man zum Beispiel Messungen gemacht hat, auf welchen die Population basiert. Substanzielles intellektuelles Beteiligung ist nötig. And we'll hand over to Judith again. Und nun gebe ich wieder an Judith zurück. Danke. So we're going to speak about strategic citation now. Also wir sprechen jetzt über strategische Zitationen. Point of reputation, also wenn man diesen Punkt von so the researcher does a find something in this research and also sagen wir, dieser Wissenschaftler findet irgendwas in seiner Forschung und dann beschreibt er diesen Fund in einer Publikation an die Wissenschaftscommunity. Und diese Community gibt ihm dann eine Belohnung. Und der Algorithmus, den wir jetzt als neues Ding betrachten, der verhandelt jetzt sozusagen diese Sichtbarkeit von der Publikation, und der verhandelt dann auch die Belohnung von der Community, von der Gesellschaft zurück zum Wissenschaftler. Und was jetzt der Wissenschaftler macht, ist, dass er auf diesen Algorithmus zugeht, anstatt auf die Gesellschaft. Also das heißt, er richtet seine Publikation danach, wie der Algorithmus funktioniert. Also zum Beispiel, wenn man Schlüsselwörter benutzt, strategische Schlüsselwortnutzung, macht man dann zum Beispiel, um den Algorithmus zu adressieren. Also der Algorithmus wird adressiert als Empfänger von wissenschaftlichen Publikationen. What do I mean by that? Und es ist colleges is a term to say, okay, people are citing each other. Es ist ein bisschen übertrieben zu unterscheiden zwischen unsichtbaren Zusammenarbeit und Zitationskartellen. Also wenn man zum Beispiel Zitations Netzwerke anschaut, wir sehen ganz viele Leute, die sich gegenseitig zitieren. Wir machen uns Sorgen über Zitationskartelle, also große Kartelle von Leuten, die sich gegenseitig zitieren. Und die sich nicht darüber Sorgen machen, ob die Wissenschaft Wissenschaftsaspekte vorankommt, sondern die sich da gegenseitig unterstützen, was zum Beispiel was ihre Karriere angeht. Und Leute versuchen herauszufinden, durch die gegebenen Daten, wie groß und wie Wissenschaftskartelle funktionieren, und versuchen eine Diskussion darüber zu haben. Und ich zeige euch jetzt, ein paar Zitate, wie Leute über Zitationskartelle reden. Zum Beispiel Davis sagt, dass da Zitationskartelle zusammenarbeiten, die sich gegenseitig damit helfen. Also man denkt, dass Editoren von Journals miteinander reden und sagen, okay, du zitierst mein Journal, ich zitiere dein Journal. Und wir versuchen, also es gibt Leute, die versuchen, diese Kartelle zu entdecken. Und wir haben sehr wenig, also hier ist noch ein Zitat, wir haben sehr wenig Wissen über diese Kartelle selbst. Und wir versuchen vor allem moralische Diskussionen zu haben über Wissenschaftsethik. Discussions about the fairness of the impact factor. So und wir finden sehr viele Diskussionen über die Fairness, Diskussionen über die Fairness vom Impact Factor. And that's a very interesting thing. I
think because why should an indicator be fair? So the SISE muss ein Indikator überhaupt fair sein. Also, wenn man glaubt, dass man einen fairen Indikator in einer Zahl packen kann, also es ist eine ziemlich große Sache zu sagen, dass man einen fairen Indikator in nur einer Nummer, in nur einer Zahl hat. Davis hat auch gesagt, wenn disziplinarische Normen und wir finden diese moralischen Fragestellungen mit richtig und falsch. Wir finden, dass ich Leute Fragen stelle, über wie fair diese Indikatoren sind. Und wir finden auch, dass Leute gefragt danach haben nach Bestrafungen, wenn das passiert. It sounded like familiar to me because we have a similar information retrieval discourse about ranking and power in a different. Also wir haben auch eine Diskussion über Rangliste und Power in einem komplett anderen in einem komplett anderen Thema. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Zitat gefunden über den Google PageRank Algorithmus in 1999. Sie haben ein Paper geschrieben über die sozialen Implikationen, über die Informations über wie man Informationen nachschaut über Google und wie der PageRank das beeinflusst. Und da steht, das Zitat ist, diese Typen von personalisierten PageRanks sind immun zur Manipulation von kommerziellen Interessen. Das war sehr wichtig für mich, das zu lesen. Denn wir haben auch diese Erzählung von Missbrauch und Manipulation. Und wir haben auch diese Vorstellung von Fairness und dass Leute, die versuchen zu betrügen. Und in den frühen 2000 hatten wir dann diesen Skandal mit diesen Webseiten, die Linkspams gemacht haben, sodass die Seiten höher kommen in dem PageRank und Google hat sich dann entschieden, Google hat sich dann entschieden, das zu bestrafen, dass Leute in ihren PageRank inflatiert haben. Und es ist im Moment eigentlich akzeptiert, dass Googles Rangfolge akzeptiert und überall benutzt wird. Und obwohl der PageRank einigermaßen transparent scheint, ist es eigentlich fast das Gleiche, denn es ist akzeptiert, dass uns nur benutzt und es wird überall benutzt, also genauso wie beim Impact Factor vom Impact Factor von Wissenschaft. Und wir haben noch eine andere Analogie, denn Google hat gesagt, wenn man versucht zu betrügen, was das PageRank angeht, dann wird man bestraft. Wenn man gegen die Regeln verstoßt, wird man bestraft, denn dieser PageRank hat sehr viel Macht in sich. Und das ist auch analog zu der Diskussion in Wissenschaft. Und wir haben auch diese Machtkonzentration in der Hand von Clairvit. Denn Clairvit entscheidet, wer überhaupt gelistet wird in der Datenbank und wer einen Impact Factor bekommt. Und wenn wir über diese Analogie nachdenken, kommen wir vielleicht zu interessanten Schlüssen. But so our time is running out, so we unsere Zeit läuft ab und deswegen geben wir euch eine Nachricht, dass sie aufhören. Also die wissenschaftliche Gesellschaft reagiert mit einem mit Regeln. Wir haben diese Datenbanksteller, die mit Bestrafung reagieren, wenn jemand diese Regeln verletzt. Also wenn man zum Beispiel Zitationsstacking macht, damit man bestraft. Wir haben Wissenschaftler und Publizierer, die ihre Publikationsstrategie diesem
Struktur anpassen. Wenn wir das als Problem verstehen wollen, wenn wir dieses Problem verstehen wollen, müssen wir nicht nur den Algorithmus adressieren, sondern auch die Machtstrukturen. Also man sollte nicht nur den Algorithmus verurteilen, sondern die Machtstrukturen genau anschauen. Sollten wir uns nicht die Machtstrukturen am genauesten anschauen. Danke. Thank you to, Francesca, Teresa and Judith. Danke an Francesca, Teresa und Judith. But, thank you for shining a light on how science is actually seen. Danke, dass ihr jetzt einen neuen Blickwinkel drauf gebracht habt, wie das wirklich funktioniert. Also es ist eher die Frage nach Händewaschen. Wir haben hier eine Frage. Ja, danke. Danke für diesen interessanten Vortrag. Ich habe eine Frage. Vielleicht kennt ihr den Term Messungsdysfunktion. Wenn man irgendeine Art von Metrik gibt, dann wird der Arbeiter optimieren auf diese Metrik, anstatt gute Arbeit zu machen. Und das ist ein bisschen unausweichlich. Denkt ihr, man kann die Symptome überhaupt müssen wir vielleicht nicht den ganzen Algorithmus. Also ich würde mich auf dieses Phänomen zurückgehen. Also lernen nicht auf deine intrinsische Motivation, sondern für deine äußere Belohnung. Wir haben das auch beobachtet im Fernsystem. Aber wenn wir nur diesen Algorithmus zurücknehmen, also wenn wir diese Außenpunkte komplett rausnehmen, du würdest die Wissenschaft gar nicht mehr angucken wollen. Also wen möchtest du damit ansprechen? Also an wen würdest du diese Anfrage stellen? Also deshalb gebe ich die Frage so an dich zurück in dem Sinne. Okay, questions from the audience. Noch eine Frage von dem Frage aus dem Internet. Your mic is not working. Okay, then I go to microphone number one. Okay, dann gehen wir zum Mikrofon 2. Ich will eine provokative Theorie haben. Ich denke, das Ich denke nicht, dass das Problem ist, dass wir das benutzen, sondern ich denke, das Problem ist, dass wir wirklich denken, dass der Impact-Faktor eine nützliche Größe ist. Also vielleicht ein bisschen offensichtlich. Ich würde nicht sagen, dass der Impact-Faktor ein Messgerät ist für die Qualität der Wissenschaft, weil jeder hat eine andere Definition von wissenschaftlicher Qualität. Was ich selber beobachten kann, ist, was Leute glauben, was die Leute denken, was das reflektiert. Und ich denke, die jagen Geister. Ob das jetzt eine valide Messmethode ist, auch wenn es wirklich eine relevante Messmethode wäre, würde es mich verunsichern, wie das wirklich die Wissenschaft beeinflusst. Noch eine Frage von Mikrofon 3, bitte. Danke für den interessanten Vortrag. Ich hätte da eine Frage über dieses 5000 Autoren-Veröffentlichung. Wurde diese Veröffentlichung 5000 Mal veröffentlicht oder wurde das einfach einmal veröffentlicht mit 5000 Autoren? Nee, das war ein Paper. Also es hatte mehr als 7000 Wörter und die Autorenschaften, also die ganzen Co-Autoren, waren dann mehr als 5000. Also ein Paper mit so vielen Autoren. Die Frage ist, ist es nicht offensichtlich ein Fake? Die Antwort ist, das ist genau das, was ich früher gemeint habe. Man muss das wirklich im Kontext sehen. Physikerinnen arbeiten wirklich sehr an Atlas, in diesem Detektor am CERN. Also als einige Physikerinnen und Physiker im Publikum waren, die wissen, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht ganz genau.
Also wie Sie selber gesagt haben, es war so viel Arbeit dahinter. Und wie ich das gesagt habe, das braucht so viele Reparaturarbeiten, sodass die offensichtlich. So everybody who contributed was listed. Exactly, that's it. Der Fragesteller sagt, also es war jeder, der irgendwie damit beigetragen hat, war gelistet. Die Frage ist natürlich, ob es jetzt richtig ist oder nicht. Deshalb haben wir diesen Vortrag hier gehalten, weil wir möchten das transparent halten. Wir möchten es gerne in eine offene Diskussion überführen. Okay, Entschuldigung, aber wir müssen hier aufhören, denn die Zeit ist abgelaufen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die Autorin vielleicht finden und die Autorin sagen auch, dass sie Zeit haben. Nochmal einen Applaus. Algorithms not or are working. Thank you very much.